Und es ist ein... Oh, ein Mirapla. Mira, Mira. Da. Ja, dann mach mal Schlagfutter. Ja. Dann wechseln wir zu Bad. Das kann ja so super erstaunen. Tja, ich kann niemals... ich kann diese Wortspiele niemals sein lassen. Es erstaunt mich immer wieder. Es ist schlimm. Ah, oh, sie ist aufgewacht. Naja, lockt mich. Mhm. Ja, du, das macht mir so gut wie gar nichts aus. Ja. So, nochmal. Oh, mir fällt ein, ich sollte einen Pokébälle kaufen, dringend. Und ich glaube, einen können wir noch wagen. Jetzt macht er einen Volltreffer, ich sehe es doch. Kein Volltreffer. Dankeschön. So, und jetzt können wir es... Ja, müssen wir es einschläfern? Ich weiß nicht, wie viele Pokébälle habe ich denn? Ne, nicht so viele. Dann schläfe ich zuerst ein. Komm. Ja, ja, mach die nur. Oh mein Gott, ich kann nicht so leicht flüchten. Ah ne, das Fluchtwelt ist ja was anderes. Na, egal. Du... Ich sehe keine Schnitte gegen mich. Du bist mein... Du bist mein, Kopf mit 5 Blättern obendrauf. Und 2 Beinen. Der niedliche Gesicht. Oh, es ist so knuffig. Los, Pokéball. Bam. 1, 2, 3. Klick. Yeah, wir haben ein Mirapla. Sein wissenschaftlicher Name lautet Otius Vanderus. Nachts soll es knapp 300 Meter auf seinen 2 Wurzeln zurücklegen. What the fuck? Nein, noch nicht. Ich habe mich entschieden, die Pokémon beim Namensvergeber dann umzubenennen. Sie dann da alle Spitznamen erhalten. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen ein... Nee, noch nicht einkaufen. Noch nicht. Wir machen zuerst diesen Camper da unten platt, weil, ja, dreckiger Dreckscamper. Haben es nicht anders verdient, von Rettern gebissen zu werden. Früher gab es, also in Blau und Rot, gab es hier einen Fehler im Spiel. Wenn man diesen Trainer, also wenn man in sein Blickfeld ging und dann sofort Start gedrückt hat, und sich wegteleportiert hat mit einem Abra oder so, und dann konnte man ein Mew fangen. Ja, das habe ich auch immer gemacht. Oh, und das kann Hyperzahn. Verdammte Axt. Tja, das setze ich mal mein Radfasser gegen. Aber es macht guten Schlag. Ja, weil es wieder mal mit dem Schwanz wedeln will, das kennen wir ja. Dann machen wir halt Hyperzahn. Zack. Lecker Öhrchen. Das Rad hat bald eine große Ohrsammlung. Wie viele Ohren sie da einfach abknabbern. Ja, was ist das? Da ist das Rad schon. So. Was kommt jetzt? Ach, ein Rettern. Okay. Die alle Bedrohung haben. Ich habe ein viel cooleres Recht an, hat Expidermis. Eine Fähigkeit, die Dragoan auch haben kann. Die. Oder Dragonier? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Ja. Komm, Badfatz.
Naja, weißt du mich. Ich zeig, wie das geht. Ja, gleich. Ja, jetzt guckt er mich wieder böse an. Ja, ich zeig's dir gleich. Guck mal hier. So. Overkill. Volltreffer Hyperzahn. Ja, das möchte ich nicht selber erleben. Oh, der dran gelernt ist. Na, endlich. Kempakuno. Ich gewinne Pokédollar. So, jetzt können wir zurückgehen. Ein bisschen shoppen. Und unser neues Mirapla heilen. Da fällt mir ein Mirapla, könnten wir auch sehr gut gebrauchen in der Wasserarena. Das heißt, ich trainiere definitiv Mirapla. Und alle, die eine Unlichtattacke können, also das heißt Rettern und Zubat. Also das heißt Mirapla, Rettern, Zubat. Und im Notfall haben wir noch unser Radfratz und Hyperzahn. Ja, und unser Smackdown natürlich. Ich hoffe mal, es killt kein Pokémon von uns. Ich wollte ja... Oh, ich bin doch so verpeilt. Ich wollte doch etwas kaufen. Und zwar Pokébälle. Und Tränke. Habe ich auch wieder nötig. Also, wo ist der Shop? Da ist er. Lass mich durch. Lass mich durch. Notfall. Hallo? Ja, kaufen. Pokéball? Ah, jetzt haben wir aber Geld. Kaufen wir gleich wieder 6 Stück. Wieder 10. Oh, wir können Supertränke kaufen. Na, endlich. Kaffee mal 5. Oh, die sind verdammt teuer. Wie viele Tränke haben wir? Reicht. Gegengifte? Reicht. Powerheiler? Reicht. Ja. Schutz? Nee. Oh, doch, komm, Kaffee 2. Für den Fall. Fluchtseil? Nee. So, aber wir können ja noch verkaufen, fällt mir ein. Wir haben ja ganz viele schöne Sachen zu verkaufen. Und dann ein Sternstück. Kohle! Rundsteine. Ja, behalte ich noch. Beleber können wir eh nicht gebrauchen, weil wir dürfen ja nichts wieder beleben. Nugget. 5000. Nee, die behalte ich bitte. Kann ich die hier... Ja. Okay. Da könnte ich eigentlich noch ein bisschen mehr kaufen. Boah, jetzt haben wir Kohle. Jetzt geht es ab hier. Zack. Tränke, noch mehr Tränke hier von, ja. Gewinne sogar noch ein paar Heiler, ja. Zack. Noch ein Schutz da. Ja, jetzt geht es los hier. Ja, tschüss. Und da könnte ich eigentlich mal meine Items sortieren. Schutz kommt mal hier nach oben. Zack. Dann das Supertrank. Auch ganz nach oben. Gegen die Paarheiler. Zack, du kommst hier hin. Wobei, du kommst hier hin, so. Ja, und den Rest. Gut. Und wir haben noch einen Sonderbonbon. Das können wir auch irgendwann mal einsetzen. Aber nicht jetzt. Für Notfälle. So. Und jetzt kommt ja unser nächstes Pokémon. Ich glaub's ja nicht. Weil das ist ja die Route 24. Das schreibe ich mal ganz kurz auf. Sorry. Zack. Und das ist ja die Route 25. Da dürfen wir jetzt auch ein Pokémon fangen. So. Was wird das? Welches habe ich vorne? Falls wieder ein Abra kommt. Da kann auch ein Abra kommen. Ich mache es mit mal nach vorne. Ja. Und du bist... Eine Rapi. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also ich fange es jetzt schon mal, aber das kommt ja danach wieder auf die Box, nehme ich an. Für den Fall, dass unser Smetbo mal drauf gehen sollte. Was ich nicht hoffe. Too bad. Schade.
Aber was hätte es danach noch anders gegeben? Hätte es vielleicht ein Hornio gegeben? Knofenser vielleicht? Hm, weiß nicht. Soll ich nochmal? Ja, gut, Zeit bekommen. Ja. Vielleicht hätte es noch ein Habitat gegeben. Ja, kein Habitat kann unser altes ersetzen. Das geht einfach nicht. So, wo sind die Pokébälle? Da. Bist mein. Ein Reserve-Raupi. Yeah. Meine Nase läuft. Ah, hoffentlich läuft sie mir nicht weg. ja. Naja, ne. Okay. Tauschen wir gegen Mirapla, weil es braucht... Was kannst du eigentlich? Oh, es kommt, ja. Stimmt, wir hätten eigentlich Lockdorf einsetzen können, da wären vielleicht ein bisschen seltere Pokémon gekommen. Wenn man Lockdorf einsetzt, dann kommen die wilden Pokémon. Chlorophyll, ja. Gut, Absorber. Hm. Ich würde es ja gern gegen deine Gesteins-Pokémon einsetzen, nur habe ich Angst, dass deine Gesteins-Pokémon stark sind. Ja, vom Mondberg. Ich kenne den Mondberg. Ein Macholo-Och, nee, das. Ja, genau. Schlechte Erfahrungen mit Kampf-Pokémon. Deshalb lasse ich das. Ja. Zubat. Komm, ich lasse mal Zubat dran. Das ist ja resistent gegen Kampfattacken. Ja, gut. Ich fühle mich sicher. Ja, verwehre es mal. Kann es sich mit einem Angriff selber killen? Machoyo hat ja gut Angriff. Und glaube ich nicht so gut Verteidigung. Ja, das tut weh, ne? Jetzt beiß es. Ach ja, stimmt. Und nicht gegen Kampf. Ich depp. Ah, das war ein super Volltreffer. Ich bin beeindruckt. Ja, dann erstaun es. Volltreffer. Du. Leistet sehr gute Arbeit, Macholo. Ha, das schreckt es sogar zurück. Ja. Komm, jetzt beiß es zu Tode. Job. Mhm. Mein Mirapla erhält Erfahrungspunkte. So, und jetzt setzt das Kleinstein ein. Mal gucken, ist die Sache auf Level 15. Ja. Zeig mal deine Werte, Mirapla. Verteidigung 20, okay. Ja. Zubat hat weniger Verteidigung, okay. Das hat von Macholo fast gar keinen Schaden bekommen. Okay, ich sehe 20 ist gar nicht so schlecht mal. Also ich lasse es jetzt mal draußen. Ich hoffe, es ist nicht langsamer. Okay, also ich hoffe. Oh. Was machst du? Ich mach mir Sorgen und ersetze Lehmsuhl rein. Ja, natürlich. Macht Sinn. Tschüss. Du kleiner Stein. Seht ihr, wie nutzlos so ein Kleinchen ist? Gegen ein kleines, hilfloses Mirapla. Verloren. Giftpuder. Ja. Ja. Kasper. Ja, du bist mir auch ein Kasper. So. Ich kämpfe zuerst mal gegen die Wanderer. In meinem wunderschönen Mirapla. Ich möchte zu Bell, aber erst wegen kämpfen. Ja. Das habe ich ja auch vor.
So, Alvaro. Okay. Oh, ein Onyx. Welches Level? Scheiße! Ich... Panik! Panik! Scheiße, wir haben schon wieder so eine enorme Gesteinsschwäche. Ich muss es schon wieder mit Radfratz machen. Verdammt! Ja, weil wir haben Radfratz überlebt, Onyx. Ich muss es jetzt wohl mit Hyperzahl machen, auch wenn Hyperzahl nicht effektiv ist. Ist nur mal die sicherste Variante. Da, Hyperzahl. Ich will nicht wieder will nicht wieder... Es hat sogar Steinwurf. Scheiße, seht ihr? Steinwurf hätte definitiv jedes unserer anderen Pokémon gekillt. Deshalb weiß ich es lieber mit Radfratz zu Tode. Das ist die sichere Variante. Ja, Tackle. Okay, aber das macht trotzdem irgendwie zu viel Schaden. Diese scheiß Onyx. Das könnt ihr doch nicht machen. Volltreffer, sehr gut. Ja, schon wieder Steinwurf. Kann Steinwurf nicht mal daneben gehen? Das wäre ganz toll. Ich bin immer noch umwickelt. Ich kann nicht ausheischen. Jetzt wieder mal einen Supertrank. Okay, jetzt bin ich theoretisch befreit. Soll ich jetzt noch weg? Nee, komm. Das machst du zu Ende, Radfratz. Ein Volltreffer wäre richtig schön, Radfratz. Komm schon, mach einen Volltreffer. Okay. Wir nähern uns seinem Tod. Jetzt macht er noch einen Volltreffer. Zum Glück hat er keinen Steinwurf eingesetzt. Das wäre ein tödlicher Volltreffer gewesen. Ja. Wie gut auch Hyperzahn trifft im Moment. Ich bin erstaunt. So, jetzt reicht hier ein Octokeep. Scheiße. Verdammt. Was mache ich jetzt? Hyperzahn könnte daneben gehen, Octokeep könnte nicht ausreichen. Wenn er Steinwurf macht, bin ich erledigt. Ja, ich heile mich zuerst. Och Gott, immer diese Onyx. Ja, er macht Steinwurf. Du mich auch. So. Octokeep. Reicht es? Es hätte gereicht. Okay, aber das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich will ja nicht noch ein Pokémon verlieren. Ein schönes Hobbytalk. Ich gebe auf, ja. Hätte mal lieber früher aufgegeben. So, schnell zurück. Oh, Leute, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Schickt mir doch nicht 1000 Onyx in den Kampf. Es wäre kein Problem, wenn mein Myrapla etwas stärker gewesen wäre, aber es war einfach so ein kleines, hilfloses, kleines Ding. So, ja, bitteschön. Was bitteschön? Ja, danke, meine ich. Wieso bedankt sie sich eigentlich? Sie hatte die Arbeit gemacht. Danke, dass ich deine Arbeit erledigen durfte. Gern geschehen. Ja. So. Next one. Die Trainer dagegen kommen zum Üben hierher. Das ist schön für sie. Ich will eigentlich nur zu Bill, damit ich endlich weitermachen kann, weil ich zu Bill gehen muss, damit ein neuer Weg für mich geöffnet wird. Ja. So, und das macht mal nicht Myrapla, sondern... Ja. Keine Ahnung, wer macht denn das mal? Zu warte, komm. Du kannst jetzt mal beißen.
Das kann dich auch beißen, aber du beißt zurück, ne? Oh Gott. Nee, das macht mal. Macht mal Radfratz. Oh Gott. Ja, ruckzuck eben, ne? Du kleine, kleine Ratte. Mach keinen Scheiß. Du Drecksratte. Ein Hobbitag? Was mache ich gegen Hobbitag? Scheiße. Das Hobbitag kann Furienschlag, das ist ziemlich stark, ne? Ach komm, ich setze jetzt mal Glutex rein. Das Mepo will ich auch nicht einsetzen, weil es kann Schnabel. Das ist ein bisschen scheiße. Naja, komm, machen wir mal den Mega-Hieb. BAM! Voll in die Fresse. Auch bekannt als Falcon Punch. Zack. Das war's. Okay. Ist richtig gut. Ja, ich weiß. Das muss ich jetzt schon wieder heilen gehen? Ich glaub's ja nicht. Ja. Sorry, Leute, aber... Ich wüsste ja, wie das jetzt hier ist. Nuzlocke Challenge und so. Immer sein weiter Weg. Hey, was ich gerade vorhin da? Ja. Danke. Hallo, wieso bedankst du dich? So. Ein Fahrrad wäre auch mal nicht schlecht. Aber es, der Laden ist zwar in dieser Stadt, aber dafür müssen wir zuerst einen Fahrradcoupon bekommen. Und den kriegen wir erst in der nächsten Stadt. Oder wir zahlen 9 Millionen Poké-Dollar.